Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu dem neuen Video. Und zwar wollen wir die Pamu Quid, ich weiß jetzt mal den Namen, wollen wir jetzt mal mit dem Handy verbinden. Und wir wollen uns die jetzt nochmal genauer angucken. Ich zoome mal dafür ein bisschen ran. So, wir haben hier so eine Art Stoppuhr-Design, würde ich jetzt sagen, mit einer Lederoptik. Sieht wirklich sehr toll aus. Also optisch ist es ein Hingucker, muss ich echt sagen. Und wenn wir dann halt hier oben öffnen, da haben wir dann die Pamu drin. Moment. So, die Große ist gekommen und meine Freundin ist gekommen. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Ich mache euch mal ein Stück rüber. So, wenn wir dann hier raufdrücken, haben wir denn hier, ist das Metall oder Plastik? Plastik. Haben wir hier die Pamu drinne und hier drunter ist so eine Schutzschicht, damit die halt nicht die ganze Zeit geladen werden oder entladen werden. So, und wenn wir sie halt hier reinmachen, wartet mal, jetzt muss ich mal gucken, überhaupt, wie die hier überhaupt reingehen. So, da haben, so werden sie dann reingemacht. Und geladen. Ach, leuchtet so, ja. Ich weiß nicht, seht ihr das? Ach so, habt ihr jetzt nicht gesehen. Wartet, ich mach nochmal auf. Nochmal zu. Jetzt seht ihr das nicht. Moment. Ich nehme mal einen raus. Und wieder rein. So, dann könnt ihr das sehen. Die leuchten. Ist ja geil. Ich weiß jetzt nicht, blau heißt vielleicht voll, rot heißt leer. So. Also vom Style her sehen die schon ein bisschen leiser, bitte. Vom Style her sehen die schon aus wie Pamu, aber ein bisschen anders. Ah, Quid. Nee, Quatsch, wollen wir nicht. Abbrechen. So, wir haben hier... Pamu Quid rechts, eben hatte ich links. Lädt aber noch, blinkt es noch? Ach. Was ist denn das? Was ist denn der 8-Bit-Do-Adapter? Was soll denn das sein? Keine Ahnung. So, ich muss noch mal wegmachen. Ach, das blinkt, das fängt gleich an zu leuchten, wenn man einen reinlegt. So. Die findet er jetzt auch eigentlich nicht mehr. Sagen wir nochmal aus. Wollen wir nochmal an. Verbinden, fehlgeschlagen, okay. So, jetzt wird auch hier nichts angezeigt jetzt. Doch, Pamu links, Pamu rechts. Jetzt nehme ich die raus. Leuchten. Eben hat er mehr angezeigt. Okay, also ich habe bei Pamu rechts habe ich ein Bluetooth-Zeichen, bei Pamu links habe ich ein Headset-Zeichen. Also ich nehme jetzt einfach mal Pamu links. Jetzt verbindet er. Zugriff erlauben. Zugriff verbinden. Ah, okay, der hat sich dann automatisch mit rechts auch noch verbunden. Wird immer noch als Bluetooth links angezeigt. Egal. So, wir werden das jetzt mal testen.
Rechts ist der hier. Wartet, ich mach mal zurück. So. Weg rausschneiden. Oh, die sitzen wirklich sehr. Die sitzen komplett anders. Die haben eine komplett andere Form. Wartet mal, ich mach mal hier zusätzlich Licht an. Die haben eine komplett andere Form. Also vorher waren die ja so und dann war das halt hier, der Pinöpel hält hier drauf und jetzt ist das halt so länglich. Mausi ist gut. Schnäckchen, was hast du denn? Nicht aufregen. So, ich habe die jetzt drinne. Ich mache jetzt einfach mal testweise, ich habe hier auch, wartet, ja, ich wollte euch noch was sagen. APTX hattet wohl. Ich bin mal gespannt. Ich bin so gespannt. Musik. Nachrichten. Achso, das ist jetzt wieder die, oh, die neue Huawei Musik-App ist echt nervig hier. So, Bibliothek. Ja. Bibliothek. Alte Wunden. Also ich habe hier jetzt noch in der gleich vorne zu stehen, aber Künstler Nemesis. Boah, da kannst du Bass und sowas allein einstellen. Also laut leise kriege ich jetzt irgendwie nicht hin. Boah, es hört sich richtig geil an. Schade, dass ihr das nicht hören könnt. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Hört sich richtig gut an. Und das hat nichts mit meinem Handy zu tun. Ich habe jetzt gerade meinem Handy hier verschiedene Sachen eingestellt.
Nee, das ist... Also ich kann es im Handy hier auch nochmal machen. Alles Mögliche, aber wenn ich jetzt darüber mache... Das hört sich richtig geil an. Vor allen Dingen der Bass kommt richtig geil rüber. Wow. Geil. Also ist echt geil. Es hört sich richtig, richtig geil an. Also ich weiß nicht, wie Pamude das jedes Mal macht. Die werden von Mal zu Mal besser. Die Pamu Mini, die drücken nicht mehr, also die normalen haben schon gar nicht so im Ohr gedrückt, aber so ein leichtes Drücken. Die Pamu Mini kaum noch. Die merke ich jetzt gar nicht. Die sind vom Tragkomfort noch mal besser als die normalen Pamu. Vom Bass her richtig geil. Ich kann Einstellungen machen. Da muss ich jetzt aber wirklich dann doch noch die Anleitung lesen. Weil bei denen ist es anders als bei den alten Pamus. Da ist es eigentlich so gewesen, wenn ich auf so ein... Ich mach mal das mit der Hülle. Wenn ich auf einen Hörer rauftippe, dann geht das nächste Lied an. Und nehme Doppeltipp, geht das nächste Lied an. Wenn ich gedrückt halte, wird es lauter auf der Seite. Und wenn ich auf der Seite gedrückt halte, wird es leiser. Und wenn ich nur einmal mache, das war dann irgendwas anderes. Ich bin mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig sicher. Weil das habe ich so gar nicht nie benutzt. Ich habe nur laut und leise genutzt. Und Titel vor und so. Morgen versenden wir einen unglaublich großen... Ach nee, veranstalten wir. Okay. Naja, egal. Muss ich runter. Jetzt müssen wir erstmal gucken, weil... Da ist jetzt wirklich ein bisschen was anders. Mal gucken, ob hier Deutsch, das ist Chinesisch. Das ist Deutsch. Ja. Halten Sie die Lautstärke nie so niedrig wie möglich. Ja, bei mir nicht. Ich mache so laut wie möglich. Also das sind nur die Warnhinweise in dem Kleinen. Jetzt gucken wir uns den Großen an. Schiene. Englisch. Englisch. So, jetzt haben wir Deutsch. Jetzt bin ich mal gespannt. Also das ist jetzt von der Bedienung ein bisschen anders als... Weil wir haben hier so einen Equalizer mit drin und so. Also oben drücken ist mir klar. Kopfhörer einschalten, das ist mir auch klar. Das haben wir ja alles schon gemacht. So, die Größen haben wir denn hier noch von den Gummis. So. Jetzt haben wir es. Hier haben wir es erklärt. Ungefähr 3,5 Stunden Batteriedauer. Ungefähr dreimal mobiles Laden. Also wir können das... Also der Akku von diesem Teil, nee, von den Pamus, die halten 3,5 Stunden. Hier haben wir, das ist halt dieses K,
Kastenteil, wo die paar Muscheln laden werden. Ungefähr dreimal können wir damit laden. Und mobiles Laden wird auch unterstützt. So. Ah, die Touch-Taste ist da weiter vorne. Ja, die ist jetzt ein Stück tiefer gerutscht. Eingehender Anruf. Sprachassistent. Gedrückt halten. Oh, da bin ich mal gespannt. Sprachassistent. Welche Seite ist es? Links. Ach, unten haben wir was weggeklebt. Unten stand ohne was. So, wenn wir mal links machen. Links gedrückt halten. Passiert nichts, wenn wir nochmal testen. Ja. Google ist angegangen. So, ich habe Pause gemacht. Okay, also wir haben Touch-Taste ist hier für Wiedergabe und Pause, genau wie auf der linken Seite. Eingehender Anruf, gedrückt halten, ist auch links und rechts genau das gleiche. Anruf ablehnen ist hier. Nächster Titel, voriger Titel. Also zweimal links drücken ist der Titel davor. Zweimal links, rechts drücken ist der Titel, der als nächstes kommt. Links gedrückt halten ist der Sprachassistent und rechts gedrückt halten ANC-Umschaltung. Also vom dass der Ton sich da halt Equalizer und das alle drum und dran. So, wir können die Pamus kabellos laden. Das blaue ist was blau geleuchtet hat, ist eine Batterieanzeige. Also wir nicht nur, dass wir ein Handy da laden können. Guckt, seht ihr das? Wir können die auch kabellos laden. Wir werden das mal versuchen. Ich habe das nämlich rausgefunden. Es funktioniert mit meinem kabellos laden, aber nur ohne Hülle. Oder ich hab's. Also hier geht's nicht. Achso, das habe ich ja nicht angeschalten bei mir. Das habe ich ja bei mir nicht angeschalten. Aber ich kann mit meinem Handy kann ich das auch laden. Ja, muss ich nur gucken, wo hier. Ultrastrom sparen, dunkler Modus, VPN-Scanner, Blaufilter, NFC. So, was haben wir hier noch? So, wir mal gucken. Mund, Augen. Nee. Nee. Vielleicht muss man das auch wieder aktivieren oder irgendwie deaktivieren irgendwo. Irgendwas, müssen wir mal gucken. Huawei Share erstmal aus, Dolby Atmos ist an. So. Aber so. Geht die Musik gleich wieder an?
Können wir sie mal wieder reinpacken? Also wirklich, die werde ich jetzt demnächst benutzen, also jetzt benutzen. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Also jedes Mal irgendwas, irgendeine Verbesserung, aber die habe ich jetzt, also die Form ist wirklich richtig geil. Ich werde mal gucken, dass ich das noch so mache, dass ihr die vielleicht ein bisschen besser seht. So, dann könnt ihr die Form so ein bisschen besser sehen. Und vom Tragekomfort her sind die wirklich noch angenehmer als die Pamu Mini. Die hätte ich kaum gemerkt. Also, ich bin sonst überhaupt nicht für In-Ear-Kopfhörer. Das ist jetzt nicht meins. Aber die sind toll. So, dann packen wir mal hier alles wieder zusammen. Ich nehme erstmal die große und packe hier den Schraubenzieher und alles rein, damit mir das nicht abhanden kommt. So. Und die Anleitung auch wieder wegpacken. Wir müssen nämlich gleich einkaufen fahren. Ich will nämlich noch Brot holen und meine Freundin will auch irgendwas holen. So, machen wir die mal wieder ordentlich rein hier. Also wirklich tolle Kopfhörer. Die werde ich jetzt testen und dann werde ich in der nächsten Zeit nochmal ein Video machen und euch Bericht erstatten, wie es mir mit den neuen Pamu gegangen ist. Aber jetzt mache ich erstmal hier einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im. Vielleicht mache ich nachher noch ein Video, wo ich die Pamu Quid mit dem Pamu Slide und Pamu Slide Mini mal vergleiche. Dass ihr vielleicht mit der Form ein bisschen besser versteht, wie ich das meine. Müssen wir mal gucken. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Das hat euer Odin.